So, ihr Lieben, wie ihr seht, ich bin klitschnass, es hat richtig doll geregnet. Nee, Spaß beiseite, wir haben es 30 Grad. Wir haben zwar jetzt abends, also Richtung Abend, 5:30 oder so, nur Zelt aufgebaut, Routenständer und ich bin schon fix in alle. Als hätte ich jetzt 2 Stunden trainiert oder joggen oder keine Ahnung. Ja, ich zeige euch kurz das Intro. Und danach erzähle ich euch, worum es geht, was der Zielfisch ist, könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, und wie die Montagen aussehen werden. Ich hole mich eben kurz ein paar Minuten aus. Ja, es geht wie gesagt heute auf Wels. Ich versuche aber mein Glück heute einmal mit U-Pose Köderfisch und 2 Ruten mit Leber. So, die eine Rute mit ganz kleinen Häppchen, vielleicht für einen kleinen Aal oder so und kleine Welse, für die leichtere Rute. Hier der Haken, zeige ich euch eben, wie ich den auffädel, ohne dass der runterfliegt beim Auswerfen. Ich gehe erst einmal komplett in der Mitte durch, ohne mir den Finger zu stechen. Ziehe es auf den Haken, auf dem Vorfach drauf. Gehe dann, na, das ist jetzt schwierig bei so einem kleinen Stück, gehe dann in der Mitte nochmal durch. Also der Vorführeffekt wieder. Ziehe es wieder bis aufs Vorfach. Und jetzt zum Ende hin, 3-mal geht es insgesamt, pieke ich am Ende rein. Na, achso, die Schnur. Ziehe den nicht auf den Schenkel auf, ziehe nur ein bisschen stramm. Und dann haben wir hier ein richtig schönes Stück. Der Haken ist frei und es kann nicht runterrutschen so schnell. Die geht jetzt als erstes raus. 100 Gramm Blei. Wohin zeige ich euch oder seht ihr gleich. So, Posenmontage ausbringen auf Distanz. Habe ich jetzt gelernt. 2-Rutensystem. Und zwar drücke ich dafür jetzt den Kameramann meine Rute in die Hand. Die ist auf der Bügel. Meine Welsroute hat jetzt... Ja, ja, alles gut. Ja, ich gucke nur wegen der Route. da habe ich jetzt 200 Gramm Blei drauf. Eigentlich müsste ich oder wollte ich mehr, aber mehr hatte ich jetzt nicht mit. Die werfe ich jetzt nämlich aus, hänge die hier mit ein, werfe nur das Blei aus und danach die U-Pose, die lege ich dann ins Wasser, beziehungsweise Rest seht ihr gleich, erkläre ich dann nochmal. Jedenfalls auswerfen, mit der Rute wieder reinziehen den Wirbel, das Blei bleibt ja hinten, hänge ich dann die U-Pose ein, lege die ins Wasser, kurbel mit der Welsrute dann den Köder zum Platz, wo ich es hin haben will, ohne Tüdel, ohne Probleme. So, Bügel zu, kurbeln. Ja, jetzt nimmt er. Jetzt nimmt er hier Schnur. Jetzt hole ich noch die U-Pose, die ich vergessen habe. So, U-Pose, schön laut wieder. Gut, über 20 cm Köderfisch, Drilling. Die lege ich jetzt ins Wasser und kurbel mir gleich den Fisch zum Grundblei. Und gute Tschüss. Den legen wir jetzt rein. Nehmen die Rute. Und ziehen uns jetzt langsam den Köder bis da hinten hin. Los, gib ihn, gib ihn, gib ihn. Wäre jetzt geil, wenn ein Wels auf einmal attackieren würde, ne? Und fertig, am Platz. Jetzt nur noch Rute hinstellen, Glöckchen dran. Nächste Rute. So, 2. Rute. 3-0er Haken. Selbe Prinzip, größeres Stück Leber. Ich muss das ganz schnell raushauen. Hier fliegen die, kommen. Eklig, raus damit.
So, wie ihr gesehen habt, ich habe die Routen doch nochmal getauscht. So, wie ihr seht, an dem großen Leberstück ist ganz einfach was am Knabbern. Ist aber, ich gehe ganz stark von aus, Kleinzeug. Ich lasse jetzt noch ein bisschen knabbern und werde dann ein paar Minuten kontrollieren. Ja, ich bin mal gespannt, wie viel gleich noch dran ist. So, ich gehe es kontrollieren. Es hört nicht auf zu zuppeln. Und ich merke nichts. Ich habe ja genug Leber mit. Also da sind definitiv, ist schon ein bisschen ausgewaschen jetzt, das geht recht schnell, ne? Aber da sind sie am Nuckeln gewesen, aber so ein bisschen was runter haben sie. Trieft schön lecker. So, ich habe jetzt die mittlere mit der rechten gewechselt, wo die rechte ja ganz Zeit mit dem großen Leberstück da Action war. Habe jetzt dann dort Wurm platziert, wo ich erst das kleine Leberstück hatte, also an der Route, und habe jetzt dahin geworfen, wo ich die ganze Zeit diese Anfasser hatte. Und ich will einfach mal gucken, ob da auch was drauf geht und vielleicht bleibt ja was hängen, weil kleinere Haken und so. Ich hoffe, der Wurm ist dann auch attraktiv genug, ne? Wir werden sehen. Es wird gleich dunkel, das heißt, ich hole jetzt die Lichter schon mal raus. Ihr seht es ja selber. Und dann hoffen wir gleich, dass hier was abgeht, ne? So ein bisschen Aktivität wäre schön. Zumindest schon mal so ein paar kleine Wälse oder sowas zum Einstieg und dann später der große. Denkt dran, der Meterwels muss her. Meter plus. Von Mitte, ne? Ja, die mittlere Wurm. Da hat er ein bisschen länger dran gezubbelt. Ja, wir müssen glaube ich nochmal warten. Also ein bisschen Aktivität ist jetzt auf Wurm. Bin natürlich jetzt nämlich mit dem Lichter so extrem raufhalten. Okay, vielleicht melden wir uns gleich mit Fisch. So, es hat jetzt etliche Male geklingelt. Ich werde jetzt einmal kontrollieren und werde gleich den Wurm aufziehen, komplett auf den Schenkel und aufs Vorfach. Ich habe mir jetzt als Schnürsenkel drauf, da haben die zu viel Angriffsfläche. Ich glaube, könnte sein, dass sie vielleicht kleine Aale sind oder so. Wir kontrollieren erstmal. Hängt tut nichts. Aber mal gucken. Vielleicht doch keine Aale. Es ist nichts abgeknabbert. Also ich werde jetzt den Wurm, wie gesagt, komplett aufziehen und dann gucken wir mal. Vielleicht kommen noch mal ein paar Bisse, dass wir dann herausfinden, was es war. So, vor 3 Minuten ausgeworfen. Hat wieder ordentlich gecheppert. Und es vibriert und wackelt noch. Komm so. Zielfisch erreicht. Wenn ich ganz nah rankomme, wieder der Meter plus. Aber Zielfisch. So, hier. Kleiner Stinker. Oh
Gott sei Dank, jetzt haben wir eine Stelle gefunden. Das heißt, die mit Leber will ich auch umplatzieren. Und hoffen wir, dass wir die Großen davon kriegen. Es waren jetzt ein paar Anfasser nochmal wieder auf Wurm, immer wieder. Einfach um zu testen, habe ich jetzt mal wirklich, wie am Anfang, so ein ganz kleines Stück Leberhaken gemacht. Um zu gucken, ob das dabei bleibt. Dass da Aktivität drauf ist. Ich bin gespannt. Wie gesagt, wir versuchen heute ein bisschen was. U-Pose natürlich ist die große Hoffnung, dass da noch was einsteigt. Hier weiß ich es nicht. Ich hoffe es. Ist ja das Ziel, ne, für dieses Jahr. Ja, mal gucken. Wir warten jetzt noch mal ein paar Minuten ab. Eben war es gewesen, Wurm raus. Spätestens nach 10 Minuten gab es wieder ein bisschen Gezubbel. Hoffentlich ist das jetzt auch der Fall. Weil ich setze eigentlich echt ganz, ganz extrem auf die Leber. Ne? Also irgendwas, ich weiß nicht, irgendwas sagt mir, Leber ist gut. Wurden ja auch schon viele Welse und Aale und alles drauf gefangen. Mal gucken, wir werden uns ja gleich wiedersehen. Ne? Wir haben es 1 Uhr. Paar Zubbler noch, aber nichts wirklich Verwertbares. Wir gehen jetzt ins Bett. Mal gucken, ob dann gleich oder in der Nacht oder morgen früh noch was geht. Karpfengut ist raus, Boilies hinterhergeworfen, Pellets hinterhergeworfen. Abwarten, ne? So, ich wünsche eine gute Nacht. Bis morgen früh. Ach, guten Morgen. Bin jetzt auch langsam wach geworden. Wir haben es, ich weiß gar nicht wie spät, 8:30 oder so. Nacht war ruhig. Mal gucken, wir werden gleich erstmal was frühstücken. Käffchen trinken und dann mal schauen, ob wir so einen Abbaufisch kriegen, vielleicht mit viel Glück. Sehr ruhig gewesen, sehr ruhig. Aber so können die Nächte sein, ne? So, ich stehe jetzt auf. So, wieder klitschnass geölt. Wir haben jetzt schon 24 Grad, ey. Da kam mal 10 Uhr morgens oder so. Ja, leider beim Abhaken kein Fisch. Ja, mal schauen beim nächsten Versuch, nächster Angelversuch, ob es da was wird. Zielfisch haben wir erreicht, nur nicht die richtige Größe. Menge, kann man auch drüber streiten, ne? Einer, egal. Hat Spaß gemacht, wieder am Wasser sein. Ich würde sagen, an dieser Stelle, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.